Im April haben wir euch das erste Mal einen Einblick verschafft in unsere Putz- und Aufräumroutine im Tiny House mit der Erkenntnis, wie wichtig es eigentlich ist, dass jedes Teil seinen festen Platz bekommt. Daran arbeiten wir auch noch. Das heißt, in dem heutigen Video geht es vor allem natürlich auch um Platz, aber auch um die Produkte, die wir aktuell im Tiny House verwenden zum Waschen, Putzen und Saubermachen. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, es wird immer heißer, der Bauch wird dicker, alles wird anstrengender. Deshalb starten wir heute mal wieder draußen. Wie eben schon kurz angekündigt, ist es so, dass wir bei der letzten Aufräum- und Putzsession gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass jedes Teil seinen festen Platz bekommt und dass bei uns natürlich auch auf 17 Quadratmetern im Tiny House der Platz begrenzt ist. Gerade auch bei unseren Küchenvorräten ist euch vielleicht schon in dem einen oder anderen Video aufgefallen, dass wir eigentlich sehr gerne auch auf Vorrat kaufen, im Großgebinde kaufen. Das eben aber auch bei unseren Reinigungsmitteln, ob es jetzt da um Spülmittel, Waschmittel oder andere Reiniger geht. Und es ist natürlich so, man möchte nicht warten, bis der letzte Tropfen Spüli verbraucht ist, um dann wegen einer Flasche Spüli neu loszufahren. Und es kostet einfach enorm Platz. Und gerade jetzt auch, wo das Kind bald kommt, optimieren wir gerade und schauen, Mensch, wie kann man denn und wo kann man an welcher Ecke reduzieren und den Platz optimieren. Wir haben für das heutige Video von Everdrop Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, die wir euch natürlich gerne vorstellen möchten, mit euch zusammen ausprobieren. Es geht einmal um die Kategorien Spülen, Putzen und Waschen, worauf wir uns schon sehr freuen. Was uns einfach sehr gut gefällt, ist, dass die Produkte biologisch abbaubar sind, rein pflanzlich sind und gerade auch das Konzept in Bezug auf Stauraum sehr, sehr gut zu uns passen und vielleicht auch für euch spannend sind. Also bleibt auch gerne bis zum Ende dran. Da haben wir nämlich noch einen kleinen Gutscheincode für euch. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Waschmittel. Und zwar einmal ein Vollwaschmittel und eines ohne Farb- und Duftstoffe. Das werden wir dann eher für die Babykleidung nutzen, das Vollwaschmittel hier dann eher für unsere Klamotten. Das ist natürlich alles plastikfrei, also Einwegplastik wird hier gar nicht verwendet. Wir haben noch so einen kleinen Dosierlöffel dazu bekommen aus Holz, um dann eben auch das Waschmittel zu portionieren. Was ganz cool ist, dass wir hier mit einem Wasserhärtekonzept arbeiten. Das heißt, wir haben vorher geguckt, welchen Wasserhärtegrad haben wir an unserem Standort. Wir haben sehr weiches Wasser hier. Und demnach sind auch die Tenside nur so eingesetzt, wie wir sie brauchen in der Konzentration. Und das Schöne ist, dadurch, dass eben auch ohne Füllstoffe gearbeitet wird und die so ein Kompaktrezept im Prinzip für das Waschmittel haben, dass wir auch damit im besten Fall länger hinkommen. Das werden wir aber natürlich testen. Wir sind jetzt erstmal gespannt, wie die Waschleistung selbst funktioniert, wie sauber unsere Wäsche wird, obwohl wir verhältnismäßig etwas weniger Pulver verwenden werden. Und dann das Ganze nochmal mit dem Pure-Waschmittel für die ersten Babysachen. Sehr interessant, wahrscheinlich durch die warmen Temperaturen. Es ist so ein bisschen angebappt hier. Aber es ist halt keine Folie in der Verpackung verwendet. Das finde ich echt gut. Aber man merkt schon, dass die Temperaturen hier im Tiny House nicht optimal sind, um das in der Papierverpackung zu lassen. Aber gut, jetzt haben wir ja die Dosen. Schützt ja auch vor Feuchtigkeit. Ist ja wirklich viel weniger. Wenn die Waschleistung jetzt dieselbe ist, wäre das krass. Also für mich riecht Wäsche immer dann sauber, muss ich ehrlich gestehen, wenn es einen ganz leichten Duft hat. Also einen anderen Duft als Schweiß oder, weißt du, so. Du magst es leicht, angenommen, so leicht parfümiert. Leicht parfümiert. Ja, eigentlich mag ich es sogar ein bisschen stärker als nur leicht parfümiert, aber du magst es ja nicht. Nein. Für mich riecht das dann auch sauber. Das riecht nach Sauberkeit für mich. Das ist wahrscheinlich, ja, über die Zeit. Oh ja, riecht gut. Hast du viel Waschmittel genommen? Nee, ne? Mhm. Also so sauber, muss ich ehrlich sagen, brauchst du lange nicht mehr.
kommt noch mehr, warte. Komm, das sind aber auch schon ein paar Windeln jetzt. So. Warum wir die Sachen nochmal waschen, weil wir das meiste eigentlich geliehen bekommen haben. Wir haben ja nur einen kleinen Teil von den ersten Babyklamotten auf so einem Bazar in Berlin gekauft und die sind halt alle recht stark parfümiert und wir möchten gerne eigentlich unparfümiert, also so wenig Geruch wie möglich an den Babysachen haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir die alten hartnäckigen Düfte hier noch rauskriegen. Aber dann haben wir wenigstens alles auch in einem Go mal durchgewaschen und können das schon mal in die Boxen packen, weil es ja einfach nicht mehr lang ist. Und dann sind die Sachen wenigstens schon mal startklar. Muss ich mal kurz drauf gucken. Ich würde jetzt vielleicht einfach für unseren ersten Reinigungsgang 2 reinmachen. Was meinst du? Also 60. Einfach, dass wir es einmal richtig gut für uns durchgewaschen haben. Ja, auf jeden Fall mal 60. Und dann fühlt sich das irgendwie jetzt fürs erste Mal waschen besser an. Also ich bin jetzt quasi der Wäschetester, der das Ergebnis beurteilt, und ich kann nur sagen, es sieht alles sehr sauber aus. Es riecht auch alles sauber. Ich rieche noch ein bisschen das alte Waschmittel durch. Das ist so, obwohl es schon ganz gut durchgelüftet ist auch, weil das Pure-Waschmittel hat ja eigentlich keinen Duft. Das finden wir auch sehr angenehm für das Kind. Ich hänge das jetzt mal ab, damit Anja das sortieren kann, wie sie möchte. Wir haben ja auch neue kleine Döschen gekauft für die Ordnung in unserem Haus. Und dann gibt es ja noch einiges abzuspülen. Ich bin jetzt hier in der Küche und wie man hinter mir schon erkennen kann, sind wir noch nicht ganz durch mit der Installation unserer Klimaanlage. Das folgt aber kommende Woche und da werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Ich fange mal mit dem Spülmittel an. Ich habe das Wasser gerade so etwas erwärmt und hier kommen also 250 Milliliter warmes Wasser rein. Und dazu, da muss ich hier kurz ran, ich habe nämlich nicht alles rausgeholt anscheinend, haben wir hier dieses Spülmittelpulver. Was schon mal genial ist, ist natürlich, dass wir sehr, sehr viel Platz sparen und immer mal wieder Nachfüller haben, ohne wieder gleich lostigern zu müssen, um sowas nachzukaufen, was ich schon mal sehr gut finde. Vielleicht hätte ich da lieber einen Trichter nehmen müssen. Oh. Ich nehme mal an, dass das in etwa 200... Du bist schon über der Linie. Ja, das sind aber 225. Ach, meine Polizei. Deshalb ist hier auch der Strich bei 225 Milliliter, damit man das eben nicht zu voll macht. Ich schüttel noch ein bisschen und dann lasse ich es einfach mal kurz stehen und widme mich den anderen Putzmitteln. Habe ich das jetzt hier irgendwie, ach so, zack. Cool. Yes, fantastisch. Und das ist jetzt dann, welche Farbe? Küche. Welche Farbe Küche? Die Küchenfarbe, die habe ich hier. Kann das sein, dass das ein bisschen ausgelaufen ist bei uns? Ach, ist nass geworden. Ach, weil du mit dem Wasserkocher da... Ist schon nass geworden. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber guck mal, ich habe hier noch einen, der auf jeden Fall reinpasst. Da muss ich dann... Nein! Auf jetzt! Komm! Du hast es mit dem Wasser aufgequollen. Ja, habe ich. Hier ist noch einer. Zack. Ich muss noch ein bisschen was nachgeben, weil das ist... Bröselte. Ich bin da irgendwie gegengekommen anscheinend vorhin. Also das. Aber Liebling, das ist gar nicht schlimm. Mach dir keinen Kopf. Weil da stand ja, bei hartnäckigen Flecken kann man sowieso auch ein bisschen mehr reinmachen. Mhm. Der Glastiegel hier ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man die Tabs schön trocken lagern kann. Das ist ja jetzt schon mal nicht so ganz gelungen von mir, von meiner Seite aus. Wie schön die sonst aussehen. So. Und der hier ist schon aufgequollen, weil da Wasser aufgekommen ist. Also das geht recht schnell. Ich packe ihn hier trotzdem rein, dass er schön trocken bleibt. Und ja, das mit dem Glasreiniger, das bleibt dann so. So, das ist quasi das, was wir verstauen müssen. Und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt, was natürlich, das ist doch schon Tiny House Style, würde ich sagen. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob die auch wirklich reinigen. Also der Schwamm soll jetzt so groß werden, wie normaler Schwamm. Also ich finde es auf jeden Fall cool für unterwegs. Wir gucken mal. Ui. Oh, ist das komisch. Wahnsinn. Ich will das mal an.
Boah, das ist ja ein richtig dickes Ding. Da habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen, was für einen Schwamm wir benutzen. Wir hatten ja damals ganz normale Schwämme immer gekauft. Und irgendwann hatten wir ganz komische Fusseln und Flusen auch unten. Und gehen mir auch durch den Kopf, na, das ist doch auch Plastik und irgendein Zeug, das ich wieder nicht verstehe und kenne und definitiv nicht aus der Natur ist. Daher ist es halt auch cool, dass das ein plastikfreier Zelluloseschwamm ist. Also fühlt sich ganz normal an, also wenn man halt wirklich... Kein Fett? Nee. Der war vorher auch, ich glaube, da war, was war da drin, Salat? Das war wieder was, was Fettiges auf jeden Fall. Schönes Salatdressing. Alles weg. Reste. Ja, das ist Reste ab. Also für hartnäckigen Schmutz finde ich das gut für die Oberfläche. Ich glaube, du bräuchtest gar nicht so viel Spülung. Sprühe das lieber darauf, weil es, glaube ich, deutlich ergiebiger ist als das, was ich so kenne oder kannte vorher. Mal schön die Flächen. Na warte, ich guck mal, ob ich die Flecken noch reinkriege. Guck das mal bitte an. Ja. Das hier verhält. Ich habe natürlich jetzt wieder nicht sehr sparsam. Also es hinterlässt, obwohl da kein Alkohol drin ist, trotzdem sehr, sehr wenig Stieren. Man braucht aber auch nicht so viel davon. Das ist etwas, was ich grundsätzlich, glaube ich, noch verstehen muss beim Putzen. Man in the mirror. Also darf ich wirklich nochmal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es sauberer ist als sonst. Also es ist wirklich jetzt mein Gefühl. Das Bad war auch immer ein bisschen schwierig. Das Bad war schwierig, weil hier immer ganze Reste bleiben auch. Die Hand nochmal. So. Nochmal zusammenfassend, die Reiniger sind wirklich reinigungsstark. Also es ist nicht einfach nur ein Reiniger, der gut aussieht und eine schöne Farbe hat, sondern der kann auch wirklich gut reinigen. Man hat einfach ein gutes Gewissen. Man hat ein gutes Gefühl dabei, ob es jetzt auch einfach dadurch ist, dass es nachhaltiger ist. Es ist umweltfreundlicher, weil das Wasser einfach nicht hin und her transportiert wird und einfach platzsparender. Bevor wir das Video jetzt beenden, gibt es noch oder haben wir noch einen Gutscheincode für euch, wo ihr die Produkte auch mal ausprobieren könnt, jetzt für die nächsten 7 Tage. Der gilt für alle Produkte, also alle Produkte von Everdrop, da gibt es 10%, auch auf die Abos. Gerade wenn man auf ökologische, biologische Produkte setzt, können die sehr, sehr teuer sein und da ist es ganz schön, so eine Art Nachfüllformat zu haben. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir nehmen euch auf jeden Fall auch die kommenden Wochen noch so ein bisschen mit auf die Reise, die Vorbereitungsreise, die wir noch haben vor der Geburt unseres Kindes. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr sehr bald wieder einschaltet, zumindest beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, wann dieses kommen wird, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne den Daumen. Bis dahin, ciao. So. Kannst du ausmachen. Komm. Tschüss.